Shakira ist eine Streamerin, die mit kontroversen Clips auf TikTok viral geht. Das war ein Skandal, wenn jemand was mit einem Mann hatte in der früheren Zeit und man war nicht verheiratet. So. Und da hat man auch sofort geheiratet und wenn man schaut, die Ehen haben alle gehalten. Im Allgemeinen könnte man sagen, dass ihre Videos meistens in eine konservative Richtung gehen, die allerdings schon häufig ein recht veraltetes Weltbild beinhalten. Da mir ja häufig vorgeworfen wird, dass ich immer nur Videos gegen woke und progressive Menschen mache, weil ich so meine Klicks mache, wollte ich heute einfach mal zeigen, wo das für mich auch ganz klar aufhört. Und dass ich nicht einfach nur mitmache, weil es eben anti-woke ist. Ich will, dass der Mann der Versorger ist. Und dafür bin ich aber auch eine richtige Frau. Heißt Haushalt, Kindeserziehung. Mein Mann muss keinen Finger rühren im Haushalt. Der muss nicht kochen, der muss nicht sauber machen, der muss nicht die Kinder erziehen, der muss gar nichts. Und hier verstehe ich nicht, warum das jetzt genau so rum sein soll. Also, natürlich kann der Mann Vollzeit arbeiten gehen und die Frau kümmert sich dann eher um den Haushalt und die Kinder und sonst was. Allerdings geht das doch auch genauso gut andersrum. Also, die Frau kann Vollzeit arbeiten gehen und der Mann kümmert sich dann eben um andere Dinge. Und unabhängig, wie man sich da entscheidet, wie man das für sich ausmacht, ist man immer noch genauso eine richtige Frau. Das kann man doch individuell entscheiden und ausmachen, wer welche Aufgaben übernimmt. Ich finde, wenn mein Mann so ein richtiger Trottel ist, oder auch so, wenn er nicht Sachen hinterfragt, ein Mann, der Sachen nicht hinterfragt, sowas finde ich so abturn des Todes, Alter. Okay, soweit klingt das erstmal ganz vernünftig. Da weiß ich direkt, der hat nichts in der Birne. Solche Sachen, so, Bro, stay woke. Wenn du denkst, es gibt keine Satanisten auf dieser Erde oder Illuminaten oder was weiß ich was. Ich weiß ganz genau, du bist dumm. Mit solchen Leuten kann ich gar nicht reden. Ich sag euch ehrlich. Aber glaubt alles, was im Fernsehen gezeigt wird. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt nicht mehr. Also mal im Ernst, ich bin dafür, dass man so ziemlich alles kritisch hinterfragen sollte. Allerdings auch die Existenz von Illuminaten und Satanisten. Denn warum braucht man da jetzt plötzlich nicht mehr kritisch sein? Also, ich brauche das doch nicht einfach hinnehmen, nur weil es nicht Mainstream ist. Und Mainstream-Sachen muss ich dann komplett hinterfragen und ablehnen. Das ergibt einfach absolut keinen Sinn. Man sollte allem gegenüber kritisch auftreten und sich dann nicht auf eine Sache festbeißen, die die Erklärung für alles ist und alles andere als falsch abtun und diese eine Theorie als die einzig wahre, unantastbare Wahrheit. Weil das hat dann längst nichts mehr mit kritischem Denken zu tun. Hart auf Wort, dann macht diese ganze Erde gar keinen Sinn. Wenn wir Frauen und Männer gleich sind, dann macht die Erde keinen Sinn. Frauen und Männer sind nicht gleich. Tut mir leid, aber wir sind nicht gleich. Eine Frau hat ihre Skills und Männer haben ihre Skills. Also meiner Meinung nach. Feminismus ist der größte Rotz auf Erden. Und hier argumentiert sie leider hauptsächlich einen Strohmann. Also selbst wenn es ein paar Leute gibt, die behaupten, Männer und Frauen sollen gleich sein, was absolut gar keinen Sinn mehr ergibt, geht es hier meistens eher darum, dass sie gleichgestellt sein sollten. Also sowohl die Gruppe an Frauen als auch die Gruppe an Männern prinzipiell mal die gleichen Rechte haben sollte, was absolut in Ordnung ist. In Deutschland haben wir das auch schon weitgehend. Es gibt zwar aus irgendwelchen Gründen Gesetze, die immer noch geschlechtsspezifisch sind, allerdings gibt es in ganz, ganz vielen anderen Ländern da eine sehr viel härtere Untertrennung und sehr, sehr beschränkende Gesetze für Frauen. Daher bin ich weiterhin dafür, dass man sich für die Gleichberechtigung von Menschen einsetzt. Allerdings nicht, indem man sich in Deutschland hinstellt und irgendwie anfängt zu gendern. Die Endung ens, der Mittelteil von Mensch, könnte für alle stehen. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Ens Käufens und ens Einkaufskorb. Weil das eben dem Feminismus eher schadet. Die meisten finden das eher ziemlich lächerlich und nehmen den Feminismus dann überhaupt nicht mehr ernst, was man niemandem verübeln kann. Aber genau das ist auch der Grund, warum ich so etwas kritisiere, nämlich weil ich der Meinung bin, dass man somit die eigene Seite sehr stark schwächt, wenn da so etwas existiert. Sie jedoch wirkt wirklich sehr destruktiv und als würde sie beinahe wirklich gegen Gleichberechtigung arbeiten wollen oder zumindest auf Kosten davon Klicks machen, was ich wiederum überhaupt nicht cool finde. Deutschem Gesetz bin ich Deutsche und keine Marokkanerin. Also sag mir, warum das nicht mein Land ist. Ich habe genauso Ansprüche auf dieses Land wie du. Wir haben den gleichen Pass. Ihr seid beide gerade richtige Clowns. Glaub mir, ich spreche gut genug Deutsch. Hab gerade auch mein Zeugnis gezeigt. Wallah, schwöre, sie spricht so heftig krass Deutsch. Unabhängig von der Staatsbürgerschaft ist es einfach ironisch, dass sie nochmal das gute Deutsch hervorheben muss. Denn was ist das? Ich weiß ganz genau, ich kann das auch aufbauen, aber ich würde so tun, als ob ich es nicht könnte, damit er macht. Wisst ihr, wie ich meine? Damit er sich so Mann fühlen kann. Etwas, worauf man stolz sein sollte? Also unabhängig vom Migrationshintergrund kenne ich genug Deutsche, die genau so sprechen. Und ich finde das wirklich etwas beunruhigend, dass die meisten nicht mehr in der Lage sind, klare Sätze zu formulieren. An die Männer, okay? Wenn ihr eine Frau abschleppen wollt, oh mein Gott, Cheatcode. Wenn ihr eine Frau abschleppen wollt, macht dieses Lied an, so richtig laut arabische Musik, okay, sowas. Da
Dann macht ihr Fenster so raus, so euer Arm aus dem Fenster und dann macht sie so, Habibti, komm in my car. So mit dieser Akzent. Ich sag euch, ihr habt sie abgeschleppt. Mich würde interessieren, ob es da eine Studie zu gibt. Aber eine ganz andere Sache finde ich ja auch interessant. Also sie ist ja meistens wirklich sehr konservativ und sagt solche Sachen hier. Eine Frau sich zu bedecken hat. Also ich weiß halt nicht, warum man denkt, dass das normal ist oder dass es okay wäre, dass man sich halb nackt zeigt, egal in welcher Religion. Zeigt sich dann aber auf TikTok so. Also ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, aber mit diesem streng konservativ-muslimischen Weltbild. Also ich weiß halt nicht, warum man denkt, dass das normal ist oder dass es okay wäre, dass man sich halb nackt zeigt. Scheint das doch schon irgendwie zu kollidieren. Oder liege ich hier gerade falsch? Wenn ich jetzt irgendwann heirate, brauche ich auch keine Freunde. Wenn ich irgendwie Freunde brauche, damit ich über die Sachen wegen meinem Mann mit jemandem reden kann, dann ist das Quatsch. Weil dein Partner sollte wie dein bester Freund sein. Er sollte wie dein bester Freund sein, dass du dem alles sagen kannst. Und mal abgesehen davon, dass das sehr traurig klingt, dass man so alle anderen Kontakte einfach komplett abkapselt, kann das auch schnell gefährlich werden, weil du eben isoliert bist und dann nur zu einer Person Kontakt hast. Also mein Tipp wäre, mach das mal besser nicht. Den ersten Schritt macht nicht eine Frau. Und ihr könnt mich jetzt tothaken, aber seid ein Mann. Seid ein Mann, ist mir scheißegal. Ein Mann, der sagt, oh mein Gott, wie süß, er hat den ersten Schritt gemacht. Pussy, was du bist. Was du bist. Nein, nein, alte Schule. Sei ein Mann, sei ein Mann. Was ist los mit dir? Oh, wirklich. Und wie ist das dann bei einer Frau und einer Frau oder einem Mann und einem Mann? Oder hat sie hier etwa auch noch was dagegen? Das Ding ist, du wirst so hart manipuliert, wenn du sagst heutzutage, du bist hetero, das ist schon schlimm. Die sagen dann einfach, nee, vielleicht bist du ja bi, ja? Du musst es auch mal ausprobieren, du hast ja noch nie ausprobiert. Ja, du hast auch noch nie ausprobiert, keine Ahnung, Tier zu, ne? Probierst du es jetzt aus? Hä? Case closed ist einfach genau das gleiche wie auf Tiere zu stehen. Also mal abgesehen davon, dass Homosexualität eine ganz normale sexuelle Orientierung ist und auf Tiere zu stehen schon eine ziemlich kranke Störung, weiß ich auch nicht, wo genau hier ihr Punkt ist. Also niemand würde so zu dir hingehen und sagen, schon mal überlegt, ob du homo bist? Also ich weiß nicht, ob das irgendjemandem schon mal passiert ist. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. 2023, das sind nur Frauen, Bro. Du kannst dich backen, du kannst dich putzen, du kannst gar nichts. Kannst du irgendwas? Genauso wie der Mann arbeiten geht, gilt es auch für die Frau, dass sie was kann. Ich sag nicht nur Männer, Männer, Männer. Bitte richtig verstehen, die Frau muss auch was können. Und ich bin auch dafür, ja, Frau in die Küche. Ich auch dafür. Ja, und? Warum gibt es in 2024 immer noch Leute, die es nicht verstehen wollen? Frauen gehören nicht in die Küche. Denn von da aus können sie nicht den Rest vom Haus putzen. Also Leute, schreibt mal eure Meinung zu dieser TikTokerin in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Frau in die Küche, ich auch dafür, ja und?